Hallo und herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler, zu einem neuen Video für die Vorbereitung zur Zentralmatura. Heute schauen wir uns eine Grundkompetenz an, die manchmal etwas untergeht. Und zwar ist das AN 1.4. Das sind die sogenannten Differenzengleichungen. Wie gesagt, die Grundkompetenz wird manchmal etwas stiefmütterlich behandelt. Und ist aber trotzdem wichtig. Also hier Differenzgleichungen. Diese Grundkompetenz kommt nämlich oft. Ja, kann man so sagen. Also wie lautet die Grundkompetenz im Allgemeinen? Das systemdynamische Verhalten von Größen durch Differenzengleichungen beschreiben und diese im Kontext deuten können. Was sind jetzt überhaupt diese Differenzengleichungen? Hier ein paar Beispiele. So leite ich jetzt das hier ein. Vielleicht nicht ganz die feine englische Art. Aber ich zeige euch mal Beispiele, was Differenzengleichungen sind und, oder wie sie bei der Zentralmatura vorkommen, weil die allgemeine Definition ist ein bisschen komplizierter. Bei der Zentralmatura hat man mit solchen Differenzengleichungen zu tun. Zum Beispiel die erste hier, xn minus xn minus 1 ist 2. Ja? Also wir haben hier anscheinend irgendein Folgenglied xn minus irgendein Folgenglied xn minus 1, das ist das Vorgängerglied von dem hier. Und die Differenz von jedem Glied und seinem Vorgänger ist 2. Ja? Also logischerweise verweist das auf das Thema der Folgen. Ja? Also durch so eine Differenzengleichung ist das Verhalten einer Folge beschrieben. Also hier, dass zwischen dem Endenglied einer Folge und dem n-ersten Glied einer Folge immer der Abstand 2 besteht. Ja? Da kann man sich gleich vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, wir müssen uns für das Thema Folgen kurz wiederholen, aber komme ich gleich dazu. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel hier kn minus kn minus 1, also wir haben hier wieder diese Differenz zwei aufeinander folgender Folgenglieder, ist ein Prozent von kn minus 1 plus 1000. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Gleichung, die beschreibt, wie der Kontostand auf einem Konto wächst. Ja? Also es ist auch eine Folge von Kontoständen jedes Jahr. Und die beschreibt hier zum Beispiel, dass der Unterschied des Kontostands zwei aufeinanderfolgender Jahre immer so zu berechnen ist, dass man eben vom Kontostand des Vorjahres 1% nimmt und dann zum Beispiel 1000 Euro drauf legt auf das Konto noch. Schauen wir uns auch nochmal genau an. Und das hier ist auch eine berühmte Differenzengleichung. Hier haben wir jetzt den Index ein bisschen anders. Also xn plus 1 minus xn, das sind wieder zwei aufeinanderfolgende Glieder einer Folge. Der Unterschied zwischen den beiden oder die Differenz zwischen den beiden ist, das ist die sogenannte Wachstumsgleichung, kommen wir auch noch dazu. Gut, also das heißt, wir müssen uns Folgen anschauen, weil Differenzengleichungen immer ein Verhalten von einer Folge beschreiben. Ja? Was sind jetzt überhaupt Zahlenfolgen? Ja, es gibt auch Folgen von anderen mathematischen Objekten, aber wir schauen uns bei der Matura nur Zahlenfolgen an. Also so eine Zahlenfolge ist eine Auflistung von endlich oder unendlich vielen Zahlen, die laufend nummeriert werden. Haben wir ja gerade gesehen, diese n-tes Glied, n-erstes Glied und so weiter. Zum Beispiel die Folge 1, 2, 3, 4. Das wäre jetzt eine endliche Folge und das ist eine ganz banale Folge. Ja. Hätte jetzt nur 4 Folgenglieder. Ja. Dann haben wir die Folge zum Beispiel 0, 2, 4, 6, 8. Punkt, Punkt, Punkt. Deutet an, dass das jetzt eine unendliche Zahlenfolge ist. Jeder von euch könnte die Folge locker fortsetzen. Kein Problem. Das ist eine ganz berühmte Zahlenfolge, die sogenannte Fibonacci-Folge. Die beginnt mit 1, 1, dann kommt 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Wie entsteht die? Hier, wenn ihr euch das genau anschaut, jedes Glied immer die Summe aus den beiden Vorgängern. Also hier 1 plus 1 ist 2, dann haben wir 1 plus 2 ist 3, dann haben wir 2 plus 3 ist 5, 3 plus 5 ist 8, 5 plus 8 ist 13, 8 plus 13 ist 21 und so weiter. Die Folge tritt in der Natur sehr häufig auf. Ist eine ganz berühmte Folge. Und dann wäre jetzt, um jetzt nicht nur ganze Zahlen herzunehmen, man kann auch eine Folge, die aus Brüchen besteht, haben. Zum Beispiel hier ein halbes, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel. Ja? Gut, das sind also Beispiele für Zahlenfolgen. Wie kann man solche Folgen anschreiben? Allgemein kann man das n-te Folgenglied, ja, mit xn bezeichnen, wobei n meistens eine aus den natürlichen Zahlen einfach ist. Also wir haben das nullte Folgenglied, das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und so weiter. Und x5 wäre einfach das fünfte Folgenglied. Ja? Beziehungsweise wenn man mit 0 beginnt,
Ja, ist es dann eigentlich das sechste, aber gut, da kommen wir jetzt noch dazu. Wenn man jetzt eine Folge, eine Formel haben will, mit der man xn aus, also xn berechnet aus diesem Index n, dann heißt das explizite Darstellung der Folge. Ja, also gut, was heißt das? Wie machen wir das anhand unseres Beispiels? Wenn wir zum Beispiel die Folge 1, 2, 3, 4 haben, könnten wir so eine explizite Darstellung so aufstellen, dass wir sagen, okay, das nth Folgenglied xn ist einfach n. Ja, ist einfach der Index. Und n rennt von 1 bis 4. Das heißt, das erste Folgenglied x1 ist 1. Ja, weil n ist 1 bei x1. Das zweite Folgenglied x2 ist 2, x3 ist 3, x4 ist 4. Und damit ist es aus. Also man muss immer angeben, dieser Index n, von wo bis wo rennt der. Das muss nicht immer gleich sein. Machen wir zum Beispiel hier ein Beispiel für 0, 2, 4, 6, 8. Da wäre was die explizite Folge, Darstellung der Folge. Da könnte man das nte Folgenglied als aus 2 mal n berechnen. Wobei jetzt aber n aus den ganzen natürlichen, aus den natürlichen Zahlen ist. Also nicht nur aus 1, 2, 3, 4, sondern aus allen natürlichen Zahlen kommt n. Das heißt, womit beginnt n? N beginnt einfach mit 0. Ja, weil 0 ist die kleinste natürliche Zahl. Das heißt, x0 wäre 2 mal 0, das ist also 0. x1 wäre 2 mal 1, das ist 2. x2 wäre 2 mal 2, das ist 4. x3 wäre 3, 2 mal 3, das ist 6 und so weiter. Also hier haben wir jetzt das n aus den ganzen natürlichen Zahlen genommen und dann kann man so eine explizite Darstellung dieser Folge geben. Ja? Also man kann jedes Glied einfach berechnen, zweimal sein Index, ja, wenn man mit 0 beginnt. Und diese Folge hier, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, die könnte man jetzt so darstellen durch so eine explizite Darstellung, dann wäre das nte Folgenglied einfach 1 durch 2 mal n, wobei jetzt aber n aus den natürlichen Zahlen ohne 0 ist. Das heißt, hier wäre jetzt, würden wir das erste Folgenglied x1 nennen. Ja? Warum? Ja, weil wir sonst diese explizite Darstellung nicht gut verwenden können. Ja? Weil wenn wir mit 0 beginnen, 1 durch 0, das ist nicht so gut. Das können wir nicht machen. Also deswegen, hier beginnen wir mit 1. Deswegen nehmen wir n Stern, das sind die natürlichen Zahlen ohne 0. Und dann kann man eben das erste Folgenglied hier, ein halb ist dann x1. Ja? Wie berechnet sich das aus? Naja, 1 durch 2 mal 1 ist ein halb. Das zweite Folgenglied x2 wäre 1 durch 2 mal 2. Ja? Und so weiter. Also Achtung, muss immer schauen, beginnen wir jetzt mit x0 oder mit x1. Das ist, sollte immer angegeben sein, aus welcher Menge dieser Laufindex genommen wird. Okay, also so kann man Folgen durch explizite Darstellung anschreiben. Es gibt aber noch eine zweite Darstellung von Folgen und die ist jetzt wichtig für die Differenzengleichungen. Das ist die rekursive Darstellung. Ja? Dabei wird die Berechnung des Folgenglieds xn nicht durch n angegeben, sondern durch seine Vorgänger. Ja? Also Beispiele. Nehmen wir wieder die Folge her, 0, 2, 4, 6, 8. Ich kann auch einfach schreiben, das nte Folgenglied ist. Ah, hoppala, da müsste das stehen. Plus ist das 2 plus das xn minus erste. Ja, also das nächste Folgenglied ergibt sich aus dem xn minus ersten, indem man einfach plus 2 rechnet. Ja, zum Beispiel, und ja, und da muss man auch immer das erste Folgenglied angeben. Das wäre in unserem Fall also x0 ist 0. Ja, das heißt, wenn man weiß, das erste ist 0 und dann weiß man immer, okay, zum n minus ersten addiere ich 2 dazu, dann erhalte ich das nte. Dann kommt man von dort einfach immer weiter und kann die ganze Formel weiter berechnen. Bei der Fibonacci-Folge kann man das auch gut angeben. Haben wir schon gesagt, da ist jedes Folgenglied die Summe aus den beiden Vorgängern. Das heißt, das nte Folgenglied xn ist die Summe aus dem n minus ersten plus dem n minus zweiten Folgenglied. Ja? Und dann muss man natürlich die ersten zwei Werte angeben, damit man das dritte berechnen kann. Deswegen muss man angeben, x0 ist 1 und x1 ist 1. Ja? Also die ersten beiden Folgenglieder. Und dann kann man diese Rekursionsformel hier anwenden und immer die beiden Vorgänger addieren und das nächste Glied kriegen. Gut, das wäre so eine rekursive Darstellung der Fibonacci-Folge. Genau, und hier haben wir noch für diese Folge eine Rekursionsdarstellung. Also das würde einfach so ablaufen, dass man das nte Folgenglied kriegt, indem man den Vorgänger halbiert. Ja? Genau, und x0 müsste hier stehen, ein halb. Ja? Also wir beginnen mit ein halb und dann kommen wir immer zum nächsten Folgenglied, indem wir den Vorgänger halbieren. Ja? Ein halb durch 2 ist ein Viertel durch 2 ist ein Achtel und so weiter. Also das wäre eine rekursive Darstellung von der Folge. Okay, jetzt zurück zu den Differenzengleichungen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Wir sehen einmal alle diese Differenzengleichungen.
haben die Differenz zwei aufeinanderfolgender Folgenglieder hier links stehen. Ja? Okay, das heißt, sie legen auf irgendeine Art und Weise eine Folge fest. Wie machen sie das? Wenn wir uns das anschauen, wir können jede dieser Differenzengleichungen auf eine rekursive Darstellung einer Folge umformen. Ja? Wenn man hier oben plus xn minus 1 rechnet, auf beiden Seiten, dann erhalten wir klassisch eine rekursive Darstellung, nämlich die hier. Schaut's. Dann wandert das xn minus 1 auf die andere Seite und wir erhalten eine klassische Rekursionsgleichung einer Folge. Xn ist xn minus 1 plus 2. Das war also genau die Folge, die wir vorher hatten, ja? Die mit 0, 2, 4, 8, 10. Noch dazu gesagt, man braucht dann immer irgendein Anfangsglied, um die Folge wirklich zu berechnen, weil man weiß nicht, wo sie losgeht, ja? Nur durch die Rekursionsgleichung. Hier bei der zweiten, wenn man hier jetzt das minus kn minus 1 auf der anderen Seite kriegt, dann erhalten wir diese Folge hier, ja? Also diese Rekursionsgleichung. Das n, das Kapital im Jahr n ist das Kapital im Vorjahr mal 1,01, so 1% kommt dazu, plus 1000 Euro, die eingezahlt werden. Das wäre wie die Rekursionsgleichung, die aus dieser Differenzengleichung entsteht. Und auch hier könnte man jetzt umformen, dann schaut das einfach so aus, als rekursive Darstellung. Also was können wir jetzt schlussfolgern? Differenzengleichungen werden auch als Rekursionsgleichungen bezeichnet, dadurch sie eine Folge xn rekursiv definiert wird. Ja, kann auch kn heißen oder wie auch immer, aber jede dieser Differenzengleichungen ist quasi eine rekursive Darstellung einer Folge. Wobei man eben durch die Differenzengleichung an sich noch nicht weiß, wo die Folge jetzt anfängt. Aber alle diese definieren irgendeine Folge. Und zwar durch eine Rekursionsgleichung. Okay, und was ist die Eigenschaft von solchen rekursiv definierten Folgen? Dass jedes Folgenglied eine Funktion der vorhergehenden Folgenglieder ist. Ja? Okay, also xn berechnet sich irgendwie, egal was da jetzt gemacht wird, ob da plus 2 gerechnet wird oder mal irgendeine Zahl gerechnet wird, aber irgendwie aus den ganzen Vorgängern. Okay, das ist nur mehr eine formalere Definition, was es heißt, wenn wir so eine Rekursionsgleichung haben oder eine Folge durch so eine Rekursionsgleichung definiert ist, dass sich jedes Folgenglied durch seine Vorgänger berechnet. Ja? Nehmen wir ein Beispiel her, nehmen wir diese Differenzengleichung, die haben wir schon gesehen. Wenn wir die umformen, erhalten wir diese rekursive Darstellung. Ja? Also xn ist der Vorgänger plus 2. Ja? Okay, das haben wir jetzt eh schon gesehen. Was sind jetzt wichtige Differenzengleichungen? Eine, die ganz wichtig ist, die wir auch schon kurz gesehen haben, ist die Tilgungsgleichung. Das ist die hier. Wenn wir hier zwei Beträge, die wir noch zurückzahlen müssen, einen Kredit im Jahr n, haben, also das ist kn ist der ich habe es da unten definiert, das Kapital im Jahr n, das noch zurückgezahlt werden muss. Und das hier ist das Kapital, was im Vorjahr noch zurückgezahlt werden muss. Wenn man sich überlegt, wie verändert sich das Kapital, was im Jahr n zurückgezahlt werden muss, zum Kapital, was im Vorjahr zurückgezahlt werden muss, da kommt man darauf, okay, das ist immer so, dass man das Kapital, was im Vorjahr zurückgezahlt werden muss, mal einen Zinssatz berechnet, also auf den werden Zinsen draufgeschlagen, auf das Kapital, was noch zurückgezahlt werden musste. Und dann wird natürlich das, was wir zurückzahlen, abgezogen. Also die Veränderung vom Jahr n minus 1 auf das Jahr n ist die Zinsen, die wir zahlen müssen, minus das, was wir jedes Jahr zurückzahlen. Ja? Man kann das Ganze eben auch als Rekursionsgleichung darstellen, wieder indem man das umformt. Dann schaut es so aus, wenn man da plus kn minus 1 rechnet, dann erhält man so eine Gleichung, weil dann ist ja kn minus 1 plus kn minus 1 mal p Hundertstel, dann kann man kn minus 1 rausheben und erhält das Kapital im Jahr n, was noch zurückgezahlt werden muss, ist das Kapital, was im Vorjahr noch zurückgezahlt werden musste, mal 1 plus die Zinsen p Hundertstel minus das, was man zurückzahlt. Ja? Also kn ist das Kapital im Jahr n, das noch zurückgezahlt werden muss, p sind die Zinsen pro Jahr und r ist die Rate, die pro Jahr zurückgezahlt wird. Ja? Also wieder, man kann es als Differenzengleichung angeben oder so als Rekursionsgleichung. Ja? Das ist einfach nur eine simple Umformung. Dazu kommen ganz viele Beispiele. Wir machen jetzt dann auch noch eins dazu, wo das genau so angewendet werden muss. Noch eine wichtige Differenzengleichung ist die Wachstumsgleichung. Die haben wir schon einmal, ich habe euch das schon einmal im Coronavirus-Video gezeigt, dass in der Natur Wachstum fast nie unbegrenzt auftritt, sondern es immer eine gewisse Grenze k erreicht. Und wenn man jetzt Vorgänge beschreiben will, Wachstum von Populationen, Ausbreitung von Krankheiten, verwendet man oft dieses Modell. Man verwendet dieses Modell, dass
die quasi die Veränderung vom, sagen wir mal, die Kranken zum Tag N und zu den Kranken zum Tag N plus 1. Diese Differenz ist irgendeine Wachstumskonstante R mal die Kapazitätsgrenze minus die Kranken am Vortag. Ja? Das ist einfach ein Modell, mit dem man solche Ausbreitungen gut modellieren kann. Ja? Also da ist auch immer die Differenz zweier aufeinanderfolgender Werte hängt von dieser Kapazitätsgrenze ab. Ja? Also genau. Das wäre wieder dann so eine ganz gutes Modell ergeben für Krankheitsausbreitungen zum Beispiel. Das ist einfach auch eine Differenzengleichung. Warum wieder? Weil links steht die Differenz von zwei aufeinanderfolgende Folgenglieder. Ja? Gut, machen wir Beispiele. Ein Beispiel, was bei der Matura schon kam, ist das hier. Frau Fröhlich hat ein Kapitalsparbuch, auf welches sie am ersten Banköffnungstag des Jahres immer den gleichen Geldbetrag einzahlt. Und genau an diesem Tag werden in der Bank auch die Zinserträge gutgeschrieben. Das heißt, am ersten Tag des Jahres kommen sowohl die Zinserträge dazu vom letzten Jahr als auch diese neue Einzahlung von der Frau Fröhlich. Und danach wird der Gesamtkontostand ausgedruckt. Und diesen Gesamtkontostand nennt man jetzt KI. Und zwischen dem Kontostand des KI-1, also dem Kontostand des Vorjahres, vor dem Jahr I, und dem Kontostand KI des aktuellen Jahres besteht folgender Zusammenhang. Also, KI ist 1,03 mal KI-1 plus 5000. Jetzt gleich mal eine Frage, was passiert da also? Vielleicht könnt ihr euch selber überlegen, was davon sind jetzt die Zinsen, die dazukommen und was ist die Einzahlung der Frau Fröhlich jedes Jahr. Ihr habt es sicher herausgefunden, dadurch, dass wir den Kontostand des Vorjahres mal 1,03 rechnen, also mal 103%, sind diese 3% die Zinsen, die dazukommen. Ja? Der Vorjahresstand wird mit 3% verzinst, das wird dem Konto gutgeschrieben und die Frau Fröhlich zahlt dann immer 5.000 € ein. Weil das kommt einfach dazu und wird noch nicht verzinst, weil es ja gerade erst eingezahlt wurde. Gut, jetzt gibt es folgende Fragen. Welche beiden Aussagen sind korrekt? Frau Fröhlich zahlt jährlich 5.000 € für Kapitalsparbuch ein. Ja, weil hier das Kapital aus dem Jahr I ist 103% vom Kapital des Vorjahres plus 5.000. Also muss 5.000 das sein, was sie da immer einzahlt. Das Kapital auf dem Kapitalsparbuch wächst jährlich um 5.000 €? Na sicher nicht, weil es wächst ja um 5.000 € und diese 3% Zinsen. Kann also nicht stimmen. Der relative jährliche Zuwachs ist größer als 3%. Kann das sein? 3% sind ja schon die Zinsen und dann kommen nochmal 5.000 € hinzu. Naja, okay, das ist dann also sicher größer als 3%, weil 3% kriegt sie Zinsen und dann zahlt sie noch was ein. Dann wächst es jedes Jahr um mehr als 3%. Die Differenz des Kapitals zweier aufeinanderfolgender Jahre ist immer dieselbe? Natürlich nicht, weil da kommen immer 3% Zinsen dazu. Dann kann die Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Jahren nie gleich sein, weil diese 3% wachsen ja, werden ja auch immer größer, je mehr Kapital drauf liegt. Und das Kapital auf dem Kapitalsparbuch wächst linear? Sicher nicht, weil wieder 3% Zinsen pro Jahr, das ist nicht lineares Wachstum. Okay, noch ein Beispiel. Das ist jetzt wirklich mit der Kreditrückzahlung. Jemand hat bei einer Bank einen Wohnbaukredit. Am Ende jedes Monats erhöht sich der Schuldenstand aufgrund der Kreditzinsen um 0,4% und anschließend wird die monatliche Rate von 450 € zurückgezahlt. Der Schuldenstand am Ende von T Monaten wird durch S von T beschrieben. Okay, also da müssen wir also diese Schreibweise verwenden. Tut mir leid, ich habe da jetzt in der Lösung eine andere verwendet. Hoffe, ihr versteht das trotzdem, ich sage es dazu. Also, wir sollen jetzt eine Differenzengleichung angeben, mit deren Hilfe man bei Kenntnis des Schuldenstands am Ende des Monats den Schuldenstand am Ende des darauffolgenden Monats beschreiben kann. Puh, das ist gar nicht so einfach. Dazu braucht man jetzt, ich scroll mal kurz zurück, genau diese Tilgungsgleichung. Ja? Okay, ich lösche da mal kurz die ganzen Aufzeichnungen. Genau die braucht man jetzt. Also, die Schulden im Jahr N minus die Schulden im Jahr N minus 1, also der Unterschied dieser beiden Schulden, was ist der jetzt? Da haben wir gesagt, das sind die Schulden im Vorjahr mal die Zinsen, die draufgepackt werden auf diese Schulden, ja, minus die Kreditrückzahlungsrate, also das, was man jedes Jahr zurückzahlt. Also wenn wir die Gleichung jetzt hernehmen, ich habe die jetzt da S genannt, hätten wir zum Beispiel sowas, wir könnten sagen, okay, im Jahr N plus 1 die Schulden,
minus die Schulden im Jahr 1 sind dann die Schulden im Jahr n mal p Hundertstel minus r. Dadurch, dass das hier steht, sollte hier eigentlich stehen dann s von t plus 1 hoppala, minus s von t, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich hier sn plus 1 und sn verwende. Nur zur Info, dass man das so schreiben sollte. Okay, also das ist diese Kredittilgung. Und was gehört jetzt wo rein? Also wir haben Zinsen von 4% und eine monatliche Rate von 450 Euro. Das heißt, das gehört so. Hier kommen die Zinsen rein. 0,4% ist 0,004. Ja, wenn man es durch 100 dividiert. Wir wissen, Prozent müssen immer an der Hundertstelstelle stehen. Also 0,4% steht dann dafür an der Tausendstelstelle. Und die Kreditrate, die zurückgezahlt wird jedes Monat, ist 450. Also, wie kann man das erklären? Naja, wie verändern sich die Schulden vom Monat n auf das Monat n plus 1? Die verändern sich um 4% vom Stand vorher, dass man schon vorher Schulden hat. Das sind quasi die Kreditzinsen. Die werden immer vom Schuldenstand vom Vormonat berechnet. Davon werden 4% als Zinsen verrechnet. Und dann verändert sich es natürlich wird es um die 450 Euro weniger, weil man die 450 Euro ja zurückzahlt. So erklärt sich diese Formel. Ja? Also das wäre die Antwort auf die Frage. Natürlich mit dem S von, also S Klammer T plus 1 statt dem, was ich hier habe. Man könnte das Ganze natürlich auch noch umschreiben, nämlich so, wenn man die plus Sn hier auf beiden Seiten rechnet, erhält man diese Rekursionsgleichung hier. Die Schulden im Monat n plus 1 sind die Schulden im Monat n mal 1,004, also 4% kommen an Zinsen dazu, aber minus 450, weil die hat man ja zurückgezahlt in dem Monat. Ja? Ich glaube, so ist es noch verständlicher bei einem Kredit, dass ich die Schulden im nächsten Monat daraus erhalte, dass ich die Schulden im Vormonat mal 1,004 rechne, wegen 4%, 0,4% Zinsen und dann minus die 450 Euro, die ich zurückzahle. Genau. Also, das waren die Differenzengleichungen, da sind wir jetzt schon am Ende. Wie gesagt, eine kurze Grundkompetenz, aber die ist manchmal ein bisschen tückisch. Man muss sich mit dieser Schreibweise von Folgen wieder ein bisschen anfreunden. Aber wenn man sich ein bisschen die Sachen durchdenkt, ist das eigentlich immer ähnlich. Also es sind immer entweder Kreditrückzahlungen oder es sind Kontostände, die da irgendwie verzinst werden. Und wenn man das ein paar Mal ein paar Beispiele dazu gerechnet hat, dann kann man das eigentlich auch. Nur wichtig ist, dass man sich's anschaut, weil sonst wird man bei der Schularbeit am falschen Fuß erwischt. Ist schon passiert, manchen Leuten, habe ich gehört. Euch wird es nicht passieren, weil ihr habt euch damit jetzt beschäftigt. Gut, wir machen dann weiter mit der Differentialrechnung und der Integralrechnung. Da sind wir mit Analysis auch bald fertig, weil das kennen wir eh schon. Ich werde da höchstens noch zwei Videos dazu machen. Da sind wir auch schon bei Wahrscheinlichkeit. Also, wir neigen uns dem Endspurt zu. Gut, ja, bis dann. Ich melde mich dann nach Ostern wieder mit einem neuen Video und ich wünsche euch mal frohe Ostern. Baba.